Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Beauty Bay Mystery Box rein, die ich hier habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die 45 Euro gekostet. Ich setze euch einen Link in die Infobox, sofern sie noch verfügbar sein sollte. Setze ich euch auch immer wieder gerne bei Instagram in meine Story, wenn ich das finde. Und das ist aber recht häufig tatsächlich. Also alle 2 Monate, würde ich sagen, erscheint eine neue Mystery Box. Ich habe mir, um auf den Mindestbestellwert für versandkostenfreie Lieferung zu kommen, von Lethal Cosmetics die Brush Soap auch mitbestellt. Die ist, glaube ich, relativ neu. Oder Lethal Cosmetics ist generell neu dort auch eingezogen. Finde ich ganz interessant. Wird ausprobiert, ne? Ich mag Lethal. Die haben schöne Sachen. Und jetzt möchte ich aber auch mal reingucken, was wir hier in dieser Mystery-Box finden. Also ich habe da jetzt noch nicht reingeschaut. Ich sehe da jetzt mit euch zum ersten Mal rein und sehe schon das ein oder andere, was wir schon mal hatten. Okay, You've Been Expecting Me steht hier in dem Deckel drin. Also ich hätte die Box erwartet. Definitiv, ja. Bei Beauty Bay erwarte ich immer. Ist doch super. Als erstes habe ich hier so eine kleine Geschichte drin von Bambi, das ist diese Disney-Reihe. Das ist natürlich richtig süß, ne? Ja, die ist noch zu. Sammy kommt hier auch schon um die Ecke. Captain Schnüffelnase. Wo schnüffeln Sie denn jetzt schon wieder hier rum, Mausi? Was machst du denn da? Ach, du möchtest einen Jam gleich haben. Okay, richtig süß. Hatten wir letztes Mal oder vorletztes Mal in den Mystery Boxen auch drin, aber von anderen Reihen. Und ja, ich habe unterschiedlich geschminkte Augen. Ich weiß nicht, ob der Look schon online ist. Dann setze ich euch das mal ins i. Wir haben hier 6 Töne drin, die aber leider alle matt sind. Deswegen wird die Palette nicht bei mir bleiben. Ich bin halt eher so ein Fan davon, auch Schimmertöne zu haben. Es sei denn, es ist wirklich eine außergewöhnliche Palette, die dann komplett matt oder komplett schimmernd ist, dass ich dann halt sage, okay, die kannst du dann halt kombinieren. Natürlich ist es süß mit Bambi und Klopfer und natürlich ist es auch eine Kindheitserinnerung und so, aber nee, die lasse ich lieber weiter wandern tatsächlich. Dann habe ich hier einen Tanning-Handschuh, Future Bronze, yay. Nein. Dann habe ich ein Pinsel hier drin in einer exorbitant krassen Verpackung. Und zwar ist das so ein Shader-Pinsel, ein Lidschatten-Auftragepinsel. Den werde ich auch demnächst mal verlosen. Ich habe schöne Pinselsets von bei Beauty Bay, die man dort auch immer wieder rabattiert bekommt. Kann ich euch auch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Dann habe ich hier drin Hair Mask. Oh, das werde ich ausprobieren. Ultra Hydrate mit Hyaluronsäure und Meadow Foam. Was auch immer Meadow Foam ist. 200 ml sind hier drin. Schaut einmal so aus. Cruelty Free, Vegan, Targeted Ingredients. Okay, Overnight. Nee, das werde ich doch nicht ausprobieren. Nee, kannst du Overnight und During Wash verwenden. Okay, super. Weil so über Nacht gar keinen Bock drauf. Also das muss schon dann auch direkt ausgewaschen werden. Oh. Riecht angenehm, ne? Ja, halt nicht wirklich parfümiert, muss ich sagen. Aber es riecht halt einfach nach frisch gewaschen. Das mag ich. Lässt du 5 Minuten drin. Das finde ich super. Oder du kannst es halt auch über Nacht drin lassen. Aber das mache ich nicht. 1 bis 2 Mal pro Woche. Macht weniger Frizz und weniger Split Ends. Inwiefern ein Haarpflegeprodukt das auch machen kann. Und hilft gegen Haarbruch. Hydratisiert halt einfach, ne? Finde ich gut. Ja, das kann ich mal ausprobieren. Ich glaube, die Haarpflegeprodukte sind auch relativ neu. Dann habe ich Berries, eine 9-Color-Palette. Die hatten auch schon, oh, das sehe ich aber auch eine große unten drunter, schon richtig, richtig coole Paletten auch von bei Beauty Bay in diesen Mystery-Boxen drin, ne? Mal gucken. Die Berries ist jetzt nicht so unbedingt die, die mir jetzt ins Auge fallen würde. Ich habe jetzt heute zwar einen Bärenlook mit Beere oder Bärenlook mit der neuen Nabla, mit dem neuen Nabla Quad tatsächlich gemacht. Oh, aber schöne Töne. Da muss ich natürlich mal vergleichen, weil ich habe schon die ein oder andere Nabla Palette. Ne? Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, von diesen roten Paletten. Aber jetzt, wo ich heute diesen Look geschminkt habe und der mir so viel Freude bereitet hat, habe ich irgendwie auch Bock drauf, mehr davon zu machen. Aber ne, so schaut die einmal aus. Bei Beauty Bay hat eine so gute Qualität. Also die Paletten sind meiner Meinung nach teilweise besser als irgendwelche High-End-Paletten, teilweise auch besser als Natasha Denona. Und man findet auch Dupes, die meiner Meinung nach vielleicht auch unbeabsichtigt waren, ne? Und hier haben wir dann die Berries-Palette, die ich, wie gesagt, dann nochmal vergleichen muss. Ich glaube, so eine rein Bärentöne-Palette.
greife ich dazu? Wenig, ne? Ja, wenig. Auch wenn ich das eigentlich ganz schön finde. Dann habe ich hier als nächstes ein Tool drin und zwar The Jade Facial Roller. Das ist halt so ein Jade-Roller, ne? Bei Beauty Bay hat ja auch, den lasse ich aber hier drin, hat aber auch diese Tools und Skincare-Geschichten und so. Ja, kann man haben, ist okay. Habe ich jetzt aber tatsächlich schon einige da. Dann habe ich hier einen Eyeliner mit am Start. Crayon Eyeliner. Ja, ohne Farbe. Okay, so, müssen wir mal reingucken. Das ist ein herausdrehbarer in der Farbe Peacock. Doch, den hatte ich auch schon mal. Oder hatte ich den als Lipliner? Ich weiß es nicht. Jo, das ist nämlich ein wirklich wunderschöner Ton. Da muss ich vielleicht mal meine Stiefschwiegermama in Spee fragen, ob das was für sie wäre. Wobei, der hat Schimmer mit drin und ich glaube, sie will eher matte haben. Das ist vom Ton her so ein bisschen, tja Sammy, wie nennen wir das? So ein Grün, was aber auch so ein bisschen bläulich mit am Start ist. Also wirklich ein wunderschöner Ton. Und wenn man den halt gerne auf der Wasserlinie trägt, wäre das definitiv auch eine empfehlenswerte Geschichte. Ich drehe ihn mal ganz zurück, dass ich hier nichts kaputt mache. Klack. Und werde dann, wie gesagt, meine Stiefschwiegermama ins Spiel mal fragen, ob sie den haben möchte. Dann habe ich hier von bei Beauty Bay Hydrating Eye Treatment mit Koffein und Peptiden. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Brightening and Moisturing Under Eye. Muss ich mal schauen. Denn das hört sich sehr, sehr interessant an. Koffein für unter den Augen ist einfach super, ein Wachmacher und mag ich auch gerne. Also ich habe ja von Beauty Mates auch den Koffein Wake Up Booster zum Beispiel super gerne in Anwendung. Und das dann als Augencreme wäre natürlich auch ein Träumchen, ne? Vielleicht sogar in Kombi und dann hast du so richtig wache Augen. Mal gucken. Dann habe ich hier auch noch etwas drin und zwar ist das was Buntes. Crayon Eyeliner, noch ein Eyeliner. Okay, kann man machen. Von den Pestels ist das einer in der Farbe Ice Lemonade. Oh, Eislimonade. Das ist ein schönes Gelb dann wahrscheinlich. Ne? Da habe ich ja welche von Nabla. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Ist dann auch mein Code von Purish verfügbar mit 20% Rabatt auf alles. Claudis Welt 20. Schaut gerne mal vorbei, falls es verfügbar sein sollte. Oh mein Gott, ja. Genau, und so einen ähnlichen gibt es halt auch von Nabla. Und die bekommt ihr halt bei Purish, wie gesagt, ne? Aber richtig, 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 richtig cool. So einen gelben, das kann man einfach mal für verrückte Looks verwenden. Und ihr seht ja auch, ich mag gerne ab und an mal ein bisschen was ausprobieren. Das ist halt die Sache, ne? Möchte man halt was ausprobieren, dann lohnen sich solche Mystery Boxen. Ist man eher so, dass man sagt, nee, ich habe jetzt so meine Routine und möchte die auch so beibehalten und habe jetzt auch nicht so viel Bock, das ein oder andere neu auszutesten, dann ist sowas ein bisschen schwierig, ne? Genau. Dann habe ich hier eine riesige Palette drin. Oder mache ich erst? Nein, ich mache erst den Lippenstift. Tada! Das ist der Matt Lipstick in der Farbe. Schauen wir mal, wie die heißt, ne? Soße. Wahrscheinlich so ein bisschen wie Tomatensoße dann auf den Lippen, ne? Der ist auch so ein bisschen angeditscht. Ist der vielleicht deswegen hier drin? Ich weiß es nicht, weil der Eyeliner war ja auch eben, oder der Kajal war oben auch so ein bisschen angeditscht. Möglicherweise ist dann das ein oder andere Produkt, was hier drin ist, Retoure, B-Ware? Ich weiß es nicht, weil irgendwie müssen die ja auch das hinkriegen, dass der Preis so günstig ist, ne? Ist schwierig. So, wie gesagt, hier habe ich dann das Cravam-Produkt und ich weiß gar nicht, was online stand, welchen Warenwert wir haben sollen. Die 42 Color-Palette Earthy. Oh, mit der habe ich geliebäugelt. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, ach, die ist so riesig, brauche ich die? Vielleicht die kleine Variante davon? Ich habe die falsche Seite aufgemacht. Ich mag Grüntöne. Das ist jetzt echt so ein bisschen, oh mein Gott, die ist so riesig, ne? Oh mein Gott, die ist wirklich, ne? Größer als meine Zukunft, ich sag's euch. Aber so schön. Die muss ich behalten. Es tut mir nicht leid. Nein, die ist so extrem schön. Und wenn ich sie einfach nur behalte, um sie anzugucken, die sieht 5 Milliarden Mal schöner aus als das, was ich online auf den Bildern gesehen habe. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Weil jetzt, wo ich die vor mir habe, sehe ich auch, wie weich diese Schimmertöne auch sein werden. Dieser Ray-Ton ist so schön hier. Das ist ein Duochrome. Wahnsinn, richtig geil. Boah,
okay war sie doch. Also hammermäßig, und die kosten auch normalerweise nicht viel. Ne? Also wenn man die auch einzeln kaufen würde, dann sind die nicht sackteuer. Die haben eine super Qualität. Ja, okay, der ein oder andere Ton könnte sich hier vielleicht fast wiederholen. Das ist dann halt auch immer so eine Sache. Aber ich finde die Palette so hübsch. Wirklich, wenn man Bock auf einen grün-braunen Look hat, greift man zu dieser Palette. Wobei, dafür könnte man hier auch ein paar mehr Brauntöne finden, ne? Interessant, da hat man mehr Rot als Brauntöne teilweise. Mhm. Ja, also wirklich so viele Grüntöne, dann so ein bisschen was Bräunliches und Rot. Ha, interessante Kombination, aber ich finde diese Palette gerade richtig schön. Auch oh, diese hellen Mintgrüne und Rave und oh mein Gott. Also für mich persönlich, ganz persönlich, hat sich die Box gelohnt, weil ich hier einfach auch diese Earthy Palette jetzt doch mal in den Händen gehalten habe. Und auch wenn die Umverpackung jetzt nicht so mega ist und so, von innen ist die einfach schon geil. Ne? Dann die Haarmaske finde ich super interessant, werde ich ausprobieren. Wenn meine Stiefschwiegermama in Spee Peacock nicht haben möchte, also den Kajal, werde ich den wahrscheinlich selber behalten, weil ich die Farbe schon interessant finde. Und den kannst du super kombinieren hier mit der Palette. Ne? Oder war das Peacock? Einer von euch beiden war doch Peacock. Das war Lemonade. Genau, den kannst du auch damit kombinieren. Was der Tanning-Handschuh hier zu suchen hat, keine Ahnung. Der ist random mit dabei. So ein Facial-Roller finde ich auch mal ganz nett, ist ganz interessant. Dann haben wir aber auch noch für diejenigen, die einfach mehr so auf diese Beerentöne stehen, noch eine zweite Palette, nämlich die Berries mit dabei. Also das ist schon immer eine geile Kiste, im wahrsten Sinne des Wortes, denn das ist ja auch in der Kiste, ne? Ich kann euch nur empfehlen, dort einfach mal vorbeizuschauen und mir auch gerne in die Kommentare schreiben, dass, wenn ihr diese Box euch bestellt haben solltet, was ihr drin hattet. Weil manchmal unterscheiden sich die Inhaltsprodukte auch mal. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich auch echt immer die ähnlichen Sachen drin. Ne? Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat und ich euch ein bisschen Inspo geben konnte. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!